Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Forstfeld, nach längerer Zeit mal wieder. Ein Video von mir. Und was ich heute machen will, man sieht schon ein bisschen an der Landschaft, ist in Val des Bois auf Steinböcke zu jagen. Ich möchte dazu die nordöstliche Seite, also das Bergmassiv an der nordöstlichen Seite von Val des Bois, abgehen und jagen. Als Waffen habe ich dafür einmal hier die neue Break Action, die ist dann Beko dabei und den Inline Muzzle Loader. Ja, dann laden wir die Waffen mal durch. Ihr seht, ich bin hier, also ich bin hier im Zelt gestartet, aber das hier ist der Aufgang mit den Kletterseilen direkt nördlich über der unteren Lodge. Und ich glaube, ich sehe schon den ersten Steinbock. Ja, dort oben ist schon der erste Steinbock. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob, wenn wir den erlegen, ob der auch hier. Ich höre Schritte. Hier ist eine Geiß direkt vor uns, die sieht uns auch schon. Müssen wir schnell schießen. Oh, es war ein bisschen hoch. Liegt aber. Was macht der Steinbock dort oben? Ja, das ging jetzt alles ein bisschen schnell, aber ein guter Anfang. Wir haben schon einen Steinbock dort oben im Bergmassiv gesehen und hier ist direkt eine Geiß auf uns zugelaufen. Die können wir uns gleich mal anschauen. Ja, ist eine kleine Geiß von 23 Kilo. Ja, ein bisschen hoch getroffen, wie gesagt. Aber es war noch tief genug. Wir haben die Nackenwirbel erwischt. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe das leider nicht verfolgen können, ob der Steinbock, der dort oben stand, ob der oben auf den Berg geflohen ist oder ob er da nach hinten geht. Ich werde jetzt einfach mal eine Runde hier entlang gehen. Vielleicht noch kurz grundsätzlich zu den Steinböcken. Die meisten von euch werden es wissen. Wir haben keinen Caller für die Steinböcke. Bei der Kleidung ist es so, dass die, also die Kleidungen wie Doc Monsignor oder Trapper Outfit oder Army Outfit oder so, die für alle Hirschartigen funktionieren, für die Steinböcke nicht funktionieren. Denn Steinböcke sind ja keine Hirschartigen, sondern sind Ziegen. Gehören zu den Ziegenartigen Tieren. Das heißt, ja, und die sehen sehr gut. Ihr habt das jetzt gerade auch gemerkt, die Geiß ist hier auf mich drauf gelaufen und in dem Moment, wo sie über die Kuppe schauen konnte und mich im Blick hatte, hat sie mich sofort fixiert. Also die hat mich schon erst spät. Kennt es ja im Spiel, wenn die Tiere einen sehen, dann starren sie einen so kurz an, bevor sie dann flüchten. So quasi noch eine Gedenksekunde. Ja, also das heißt, die Steinböcke sehen sehr gut. Da ist nur ein Stein. Und das heißt, man ist sehr häufig nicht wie gerade eben auf Distanzschüsse angewiesen. Und was noch zu beachten ist, ist, wenn die in den Steilwänden stehen, wie den einen Bock, den wir dort oben stehen sehen haben, bevor die Geiß auf uns zugelaufen ist, dass man sich immer überlegen muss, wenn die oben in der Steilwand sind und wir erlegen sie und die rutschen dann die Steilwand runter, wo bleiben die liegen? Ist das überhaupt ein Ort, der für uns erreichbar ist? Ja, also ich werde jetzt hier ein bisschen dort nach hinten gehen und schauen, ob noch irgendwo ob der Bock, den wir dort oben stehen sehen haben, sich dort hinten irgendwo rumtreibt oder noch andere Steinböcke.
Sollte sich irgendwas ergeben, ich meine, seid mal ehrlich, die Landschaft hier ist doch der Wahnsinn. Also ich persönlich finde, ich sage noch ein bisschen was, weil ich schon lange kein Video mehr gemacht habe, ein bisschen was erzählen. Ich persönlich finde Val d'Isère wirklich sehr gelungen. Die Steilwände hier finde ich vielleicht ein bisschen, also die sind nicht ganz so optimal. Diese kleinen Geröllhaufen sehen ein bisschen aufgesetzt aus und so. Wir haben später auch noch so Steilwände, die ein bisschen lieblos grau sind. Aber alles, was außerhalb der Steilwände ist, ist Val d'Isère wirklich extrem gelungenes Revier. Hört ihr hier im Hintergrund dieses Ziepen oder Zirpen? Das ist das Schreckgeräusch von den Steinböcken. Also das heißt, irgendwo hier treiben sich noch Steinböcke rum. Na, hier ist es überall schon zu steil, kommt man nicht sauber hoch. Also die Texturen und die Landschaft in Val d'Isère finde ich sensationell. Also sowohl die gebirgigen Stellen hier für die Steinböcke als auch unten im Tal. Dann gefallen mir die verschiedenen Blumen und Pflanzen extrem gut. Also hier oben, hier, wenn wir jetzt so nah dran sind, sieht es nicht ganz so schön aus, aber von ein bisschen, weil die Texturen dann halt so zweidimensional werden, aber ich denke, das ist einfach ein Problem halt der Art und Weise, wie das funktioniert. Aber ansonsten von ein bisschen weiter weg, dieses Heidekraut, das wir hier gerade gesehen haben, sieht wirklich super aus und ja, die kleinen Ahornbäume, die ganz klein gewachsenen Bonsai-artigen und so, sind wirklich sehr realistisch geworden. Ja, also, ich blende euch mal aus, hoffe, dass wir noch den einen oder anderen Steinbock finden. Bis gleich. Okay, ihr seid jetzt noch keine 5 Sekunden weg. Ich muss mich noch mal ein bisschen umdrehen. Ich liege jetzt hier ein bisschen versteckt, weil ich habe gerade, als ich in der Hocke war, hier über der Kuppe nur die beiden Hörner von einem Bock gesehen. Wir hören jetzt auch dieses Schreckgeräusch hier ziemlich nah. Bin mir jetzt nicht ganz klar, wie ich mich bewegen soll. Da ist er. Wunderbar. Ja, also ich vermute, dass das der Bock war, den wir da oben im Berg haben stehen sehen. Der jetzt auch hier die ganze Zeit dieses schiebende Geräusch gemacht hat, dieses Schrecken, dass der hier runtergeflohen ist. Und ich denke, das ist ein super Start für unsere Jagd. Ja, 170 ist jetzt noch nicht kein so ein wahnsinnig großer Score, da spare ich mir den Trophy Shot. Ich hoffe, wir kriegen noch einen schöneren Bock im Laufe der Jagd. Okay, aber jetzt dann wirklich bis gleich. Oh, wir haben hier noch Spuren. Schauen wir uns schnell noch diesen Track an, was uns der sagt. 175 bis 120 Kilo wird auch ein Bock sein. Allerdings kann ich noch nicht sehen, wie alt die Spuren sind. Und die Spuren gehen hier in die Richtung, in der wir gekommen sind. Aus der wir gekommen sind. Deswegen glaube ich nicht, dass wir den jetzt noch sehen direkt nach dem Schuss. Deswegen sollte ich wieder Tiere erspähen, melde ich mich. Bis gleich. Hier nochmal das Heidekraut. Also ich finde, das ist auch wirklich super gelungen. Ich finde auch die Texturen dieser Steine, hier diese weißen Einlagerungen im Gestein. Also wer schon in den Alpen war, weiß, dass es Regionen gibt, in denen das wirklich sehr, sehr ähnliche zu den, also die Landschaft sehr gut getroffen ist und wirklich in die Richtung aussieht, wie es auch dort aussehen würde.
Okay. Also, bis gleich. Ich glaube, ich muss öfters bis gleich sagen. Genau an der Stelle, vielleicht habt ihr ja vorhin schon gesehen, während ich geredet habe. Ich habe gerade nur wieder das Schreckgeräusch gehört und hier steht eine Geiß. Nehmen wir jetzt mal die neue, die ist am Beko. Ich lege mich dazu hin. Und diese grauen Tiere sind ja hier in der Landschaft wirklich ziemlich gut getarnt. Deswegen, ich habe erkannt, dass es eine gute Möglichkeit ist, wenn man sie nicht sieht, speziell nach dem Schuss, direkt nach dem Schuss die Waffe abzusetzen und ein bisschen die Landschaft zu beobachten, weil oft sieht man sie, wenn sie flüchten, ganz gut. Und die Steinböcke haben so eine Eigenart beim Flüchten. Die flüchten zuerst, aber noch bevor sie wieder aus der Renderdistanz raus sind, gehen die immer kurz in so einen langsamen Trott über und dann flüchten sie wieder ein paar Schritte und dann wieder langsamer Trott. Und wenn man diesen Rhythmus dieser Geschwindigkeitswechsel ein bisschen raus hat, kann man die auch sehr gut auf Distanz noch in der Bewegung erlegen. Braucht ein bisschen Übung. Aber das geht eigentlich ganz gut. Vielleicht noch was, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe mich hier viel. Ah, hier haben wir den nächsten Track von diesem bis 120 Kilo. Also vielleicht ist der auch noch irgendwo in der Nähe. Die Steinböcke flüchten meistens auch nicht allzu weit nach den Schüssen. Das ist auch noch, finde ich, ganz angenehm. Und ihr habt gemerkt, dass ich die meiste Zeit gebückt gegangen bin. Also mit dem aufrechten Laufen hat man zumindest wenig Chancen, nicht aufgeschreckt. Ist das vielleicht sogar ein kleines Männchen? Ne, ist schon ein Weibchen. Jetzt gewundert. Auch nicht so groß, braucht man auch keinen Trophy Shot. Das heißt, wenn ich versuche, Tiere zu finden, gehe ich eigentlich meistens gebückt. Ihr wisst vielleicht aus meinen anderen Videos, dass ich eigentlich ein großer Freund vom Aufrechtgehen bin. Und Aufrechtgehen ja eigentlich auch die Haupt, also die sollte normal, rate ich Anfängern auf normale Tiere auch, sollte die Fortbewegung sein, die man wählt, solange man nicht weiß, dass ein Tier direkt in der Nähe ist. Und dem Moment, wenn man die Vermutung hat, dass ein Tier nahe ist oder so, dann sofort in die Hocke gehen und im Zweifelsfall auch hinlegen. Aber die Steinböcke callen, wie ich finde, relativ selten. Das heißt, die callen ja nicht, sondern wir hören entweder Gesteinsbrocken abrollen. Das heißt, wenn die beim Laufen sich Gestein löst, dann hören wir das und können sie orten. Oder ab und zu, wenn man Glück hat, findet man auch, hier sind noch einige, aber die sind jetzt hier eine Stunde alt, einige Spuren. Da war jetzt gerade ein geschlossener Kreis. Ich lasse euch gleich noch mal ein bisschen drauf. Das ist hier ja wirklich. Also ich bin oft schon die erste Ingame halbe Stunde, 40 Minuten rumgelaufen und habe noch keinen gesehen und ich fühle mich immer ein bisschen verarscht von den Tieren, weil die doch manchmal, ich bekomme sie nicht zum Sehen. Okay, aber der muss jetzt eigentlich geflohen sein, also weil das hier ist ja noch ganz nah an dem Schuss, den wir gerade getätigt haben. Ja, also die Tiere können einen sehr gut sehen, fliegen, ja genau, er ist geflohen in diese Richtung, aber da haben wir dann doch vielleicht gute Chancen, das Tier noch irgendwie zu bekommen. Wenn er hier nicht, also die Steinböcke können hier über dieses, in diese Steilwände ja natürlich reingehen und können dann auch über diese steilen Berge hinwegziehen. Ja. Und die Steinböcke, die sehen einen so gut, dass es oft ist, wenn man aufrecht geht, dass man sie immer nur noch entweder dieses Cheepen, also dieses Schrecken der Steinböcke hört oder sie noch irgendwo am Horizont flüchten sieht. Da kann man manchmal auch welche kriegen, aber jetzt so für eine klassische Pirsch bin ich eigentlich hier der Freund
tatsächlich des gebückt, des Krummgehens, wie ich immer gern sage. Und täuscht euch nicht, wenn jetzt hier irgendwo ein Steinbock steht, sind die nicht wirklich einfach zu entdecken. Ja, vielleicht noch auch ein bisschen hier die Klettergeschichten. Also ich finde, wie die Kletterausrüstung, wie sie preislich gestaltet ist und wie sie funktioniert, also dass, wenn man sie einmal platziert hat, sie eigentlich für immer dranbleiben kann, finde ich eigentlich akzeptabel. So kann man langsam sein Revier immer weiter ausbauen, muss nicht wahnsinnig viel auf einmal kaufen. Das ist noch okay. Das Klettern selber geht mir total auf die Nerven. Es macht keinerlei Spaß, ist auch keine große Herausforderung. Ist einfach nervig und ärgerlich, dass man das jedes Mal tun muss, um so eine Wand hochzukommen und dieses komische Spiel zu spielen. Also bringt mir keine Freude. Ja. Sonst ist eigentlich ja. Ach ja, genau, das mit dem tödlich Abrutschen ist eigentlich auch ziemlich nervig. Also, mir ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich in Hemmetal auf meiner normalen Route, wo ich nur mein Bärenfass auffüllen will, auf einmal tödlich verunglücke, weil, ja, da geht es so um 10 cm rechts oder links laufen, die eine Richtung. Also, das sind alles die alten. Ja, die alten ziehenden Spuren, die fliehenden Spuren gingen, glaube ich, in die Berge rein. Ich vermute, dass der Steinbock hier oben rum abgehauen ist. Ja, also das ist eigentlich auch recht nervig. Gut, die Leute werden sagen, es ist realistischer. Nichts dagegen zu sagen. Wobei eigentlich wäre realistisch, wenn ich die 100 Meter die 100 Meter Abgründe runterstürzt, dass ich dann auch tot bin und die Jagd beendet ist, zumindest die eine Session, und nicht, dass ich einfach hier mir ein Pflaster aufklebe und kann wieder weiterlaufen. Aber also das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich vermute, dass es viel auch von dem Jagdstil und der Intensität, mit der gespielt wird, also wie konzentriert wird wirklich jede Sekunde gespielt. Also ich bin jemand, der gern mal, ja, ich drücke dann auch mal Q und habe dann keine Maus in der Hand und keine Taste und beobachte nur ein bisschen den Bildschirm, ob ich irgendwo was sehe, und reagiere dann nicht Sekunde. Also für mich ist der Reiz dieses Spiels auch darin, dass ich nicht wie in Counter-Strike oder irgendwelchen anderen Ego-Shootern so extrem reaktionsschnell sein muss, sondern dass ich hier mehr ein bisschen strategisch-taktisch vorgehen muss, mit Bedacht, mir meine Beute, an meine Beute mich ranpirschen muss, und das, ja, finde ich jetzt nicht so passend, dass ich hier. Hier diese Ahorn finde ich übrigens, die sind wirklich auch sehr gut gelungen, die sind sehr schön klein. Es sind überhaupt Ahornbäume, ich habe das so genau noch gar nicht angeguckt. Ja, doch, müsste Bergahorn sein. Ja, ist sogar von der Plattform her Bergahorn. Wirklich gut. Und dass die so klein sind, die werden dann halt oft verbissen, und durch den Verbiss, gerade der Steinböcke oder auch Gämsen in echt, bleiben die dann so klein. Plus Schneedruck und Schneerutschen im Winter und so. Also das ist wirklich sehr gelungen, weil das der natürlichen Landschaft wirklich sehr, sehr nahe kommt. Ja, genug philosophiert und geschwätzt. Ich denke, ihr wollt bestimmt auch noch ein paar also Jagdszenen mit Tieren. Wir jagen ja jetzt auch Jagdszenen mit Tieren in diesem Video haben. Toller Blick hier runter ins Tal. Deswegen, ich denke, das Klettern muss ich auch nicht zwingend zeigen. Also deswegen melde ich mich erst wieder, wenn ich wieder Kontakt mit Steinböcken habe. Bis gleich.